Essen ist wichtig, das weiß jeder, besonders wenn man hungrig ist. Doch schon da fängt es an, hungrig ist nicht gleich hungrig. Es gibt das richtige Hungergefühl, wenn der Körper neuen Kraftstoff braucht. Und es gibt das Gefühl, nicht satt zu sein, obwohl man doch eben erst Nahrung verzehrt hat. Da verlangt der Körper schon wieder nach Essen, weil ihm offenbar noch etwas fehlt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft, obwohl wir wirklich mehr als genug zu essen haben, unter Mangelerscheinungen leiden. Das heißt, dass ihr Körper trotz ausreichender Menge an Essen nicht mit allem versorgt ist, was der Körper braucht. Gewisse Mahlzeiten täuschen den Körper. Er bekommt zwar Füllstoffe, aber keine wirklich gute und wichtige Nahrung. Das ist etwa so, als ob du für deine Arbeit von deinem Chef einen fotokopierten Geldschein bekommst. Er sieht zwar aus wie Geld, ist aber keins und du kannst nichts damit anfangen. Jedes Lebensmittel und jede Mahlzeit hat heute ein Etikett, das sagt, ob dies nun gesund oder ungesund ist. Allerdings kann die Bezeichnung auf dem Etikett ganz unterschiedlich sein, je nachdem, aus welchem Blickwinkel du es ansiehst. Und dann kommen natürlich noch einige Tatsachen im Hintergrund dazu, die aber nicht gleich zu erkennen sind. Nehmen wir als Beispiel Fett. Fett ist ungesund, das wurde lange verkündet. So ganz richtig ist das nicht, denn der Körper braucht Fett. Aber er braucht hochwertiges Fett, in dem die richtigen Nährstoffe drin sind. Sehr lange wurde zum Beispiel Butter als ungesundes Lebensmittel bezeichnet und empfohlen, andere Brotaufstriche zu verwenden. Heute ist die Empfehlung genau umgekehrt, denn wichtige Bestandteile, die in Butter drin sind, können künstlich nicht ersetzt werden. Auch Gemüse ist gesund, das wissen alle. Aber es gibt gesünderes und wenig gesünderes Gemüse. Gesund ist Gemüse, wenn es dann gegessen wird, wenn es in der Gegend, wo du lebst, im Freiland wächst und reif wird. Spargel und Erdbeeren zum Beispiel sind sehr gesund. Der Spargel im Frühjahr, wenn er in unseren Breitengraden wächst, die Erdbeeren im Sommer. Beim Gemüse kommt es darauf an, wie es angebaut wird und auch wie weit es transportiert wird. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen. Wir wollen den Anfang ja nicht gleich zu kompliziert machen, sondern Schritt für Schritt Informationen liefern. Wichtig ist, Gemüse ist gesund. Je frischer, umso besser. Und was auch wichtig ist, das Gemüse sollte erst vor dem Kochen geröstet werden, sonst verliert es viele wichtige Vitamine. Zudem besteht die Gefahr, dass sich auf dem bereits vorgerösteten Gemüse, dem sogenannten Convenience-Salat oder Gemüse, von der Produktion über den Verkaufsweg bis in deine Küche viele unerwünschte Keime bilden können. Wenn du nun denkst, du hast in deinen Fertiggerichten Gemüse drin, dann solltest du dir die Mühe nehmen und mal alles auf der Rückseite der Verpackung lesen. Du wirst staunen, wie gering der Anteil vom Gemüse in Prozenten ist. Essen hat mehr Einfluss auf deine Gesundheit, als dass es Übergewicht verursacht oder angeblich schlank macht. Falsches Essen kann richtig krank machen, was man dann Zivilisationskrankheiten nennt. Wir wollen dich darauf aufmerksam machen, einmal etwas genauer anzusehen, was du einkaufst und isst. Es hört sich am Anfang vielleicht sehr kompliziert an, aber es gibt immer eine Möglichkeit, mit einer kleinen Verbesserung anzufangen. Je mehr du aus unverarbeiteten Grundnahrungsmitteln selbst zubereitest, umso besser. Fang am besten einmal damit an, was dich am meisten interessiert und einfach umzusetzen ist. Du bekommst hier von uns immer wieder Tipps zum Nach- und Umdenken. Unter dem Video findest du in der Information Merkblätter, die dir dabei helfen können, und du siehst, wie du sie anfordern kannst.